Hey ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich mal wieder das Thema Kreuzfahrt. Ich habe einige Nachrichten bekommen, ob ich nicht ein paar Tipps habe, beziehungsweise ob ich nicht mal erzählen könnte, wie eine Kreuzfahrt abläuft. Und dann habe ich gedacht, ich mache einfach mal ein Video und erzähle euch ein bisschen was darüber. Dazu muss man natürlich sagen, ich habe erst 2 Kreuzfahrten gemacht. Es gibt hier auf YouTube ganz andere Experten, die sich wirklich im Thema Kreuzfahrt super gut auskennen. Zum Beispiel der Schiffstester Matthias Mohr. Ich kann ihn euch ja mal verlinken. Aber ich dachte, ich mache ein Video darüber, gerade für welche, die sich für Kreuzfahrten interessieren bzw. sich nicht vorstellen können, wie so eine Kreuzfahrt abläuft. Ich habe hier unten mein Handy, da sind ein paar Notizen, damit ich wirklich die wichtigsten Themen anreiße. Und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. So, ich würde sagen, dann fangen wir an. Die erste große Frage ist natürlich, welche Reederei? Welche Reederei gefällt einem, passt zu einem und spricht einen an? Es gibt natürlich nationale und internationale Reedereien. Es gibt die vom Luxussegment und es gibt auch die vom Massenmarkt. Und man muss natürlich auch abwägen, welche Vor- und Nachteile hat welche Reederei. Und das sind natürlich total persönliche Aspekte. TUI Cruises mit AIDA, was sehr oft verglichen wird, gerade weil es vor allem bei den deutschen Kunden immer wieder in der Diskussion ist, TUI Cruises oder AIDA. Aber das sind wirklich persönliche Entscheidungen. Der eine mag lieber das mit den All-Inclusive-Getränkepaketen. Der andere sagt sich, nee, ich trinke gar nicht so viel, ich brauche das nicht. Und das sind wirklich persönliche Aspekte, darauf will ich jetzt auch gar nicht eingehen, welche Reederei ist besser, welche nicht. Das muss man wirklich für sich entscheiden und dazu muss man natürlich auch sagen, welche Kosten kommen auf einem zu, bei welcher Reederei kostet was mehr. Wie schon gesagt, bei AIDA sind nur Getränke inkludiert, die jetzt zu den Buffetzeiten sind. Und bei TUI Cruises zum Beispiel sind die Getränke inklusive, was natürlich den preislichen Unterschied schon alleine bei der Buchung ausmacht. Das muss man natürlich auch wissen. Wenn ihr euch für eine Reederei entschieden habt, dann müsst ihr natürlich auch gucken, welche Route sagt euch zu. Ich zum Beispiel habe bei meiner ersten Kreuzfahrt mit der AIDA Prima nicht die Route gebucht wegen der Route, sondern wegen dem Schiff. Das gibt's wirklich. Es gibt Leute, die buchen nach Schiff und es gibt Leute, die buchen nach Route. Wenn ihr euch dann für eine Route bzw. ein Schiff entschieden habt und auch das Datum gewählt habt, dann geht es zur Kabinenkategorie. Der eine sagt, nein, ich bin mehr bei den Landausflügen dabei, bin mehr auf dem Schiff unterwegs, mir reicht eine Innenkabine. Das Geld, was ich da spare, gebe ich lieber auf dem Schiff aus oder bei Landausflügen. Der andere sagt, gut, ich möchte nicht so viel Geld ausgeben, aber mit einer Innenkabine komme ich gar nicht zurecht. Ich brauche den Blick nach draußen und vor allem, wenn Seegang ist, möchte ich gerne auf den Horizont gucken. Dann kann man sich natürlich für eine Mehrblickkabine entscheiden. Dann gibt es Leute, die sagen, mir ist mein eigener Balkon wichtig, dann kann ich mich da auch raussetzen, ich kann lüften, ich höre das Meeresrauschen auch abends, wenn ich im Bett liege. Und dann gibt es natürlich auch welche, die sagen, nee, ich möchte eine Suite, weil ich mich mehr in der Kabine aufhalte, ich möchte mehr Platz haben. Und dann bucht man natürlich eine Suite, was natürlich auch den preislichen Unterschied macht. Wenn man sich dann für eine Kabine entschieden hat, zum Beispiel eine Balkonkabine, kann man sich dann noch aussuchen, ob man Premium oder Vario bucht. Die Unterschiede sind da, bei Premium hat man 2 Flaschen Wasser täglich inkludiert. Das ist einmal Still und einmal Classic. Dann hat man auch pro Person 250 Megabyte auf der Kabine. Und was ich natürlich sehr schön finde, man kann die Kabinenwahl auf den Decks auswählen. Also du kannst genau gucken, welche Kabine wo liegt. Da komme ich zu dem nächsten Thema. Gerade für Leute, die noch nie eine Kreuzfahrt gebucht haben, wissen immer nicht, ob sie am Heck, am Bug oder in die Mitte des Schiffes buchen sollen. Und Leute, die nicht wissen, ob sie seekrank werden, kann ich wirklich nur den Tipp geben, versucht in der Mitte des Schiffes, je weiter unten, desto weniger merkt man das Schaukeln beim Seegang. Also ich habe ja gleich bei meiner ersten Kreuzfahrt, das war ja mit der AIDA Prima, hatten wir im Heck unsere Kabine. Wir hatten einen Tag ja 6-7 Meter hohe Wellen, was man auf den Bildern und Videos leider nicht so direkt gesehen hat, dass es so hohe Wellen waren. Und ich bin dann zur Kabine gelaufen, das war einen frühen Nachmittag und ich musste sofort umkehren.
Ich konnte mich in der Zeit, wo diese hohen Wellen waren, bis der Kapitän den Kurs wieder gewechselt hat, nicht dort aufhalten. Und dann war ich im Theatrium, habe mich dorthin gelegt. Es kann natürlich auch nachts dazu kommen. Es gibt schon welche, die sind dann nachts ins Theatrium gezogen mit ihren Decken. Aber es kann natürlich auch schwanken. Das ist ein Schiff, es bewegt sich. Auch wenn man es am Anfang, habe ich es gar nicht gemerkt, als wir losgefahren sind, dass sich das Schiff überhaupt bewegt. Aber bei Wellengang merkt man es. Vor allem, wenn die Mitarbeiter diese weißen Tütchen raushängen, weiß man Bescheid. Dann wird's wellig. Das war jetzt alles, was ich euch zur Kabinenkategorie erzählen könnte. Dann ist die nächste Frage natürlich der Anreise. Und die Anreise gibt es wieder unterschiedliche Sachen. Man muss entscheiden, ob eigene Anreise oder Anreise über die Reederei, zum Beispiel jetzt AIDA. Dann macht AIDA ein Komplettpaket für euch, wo alles inkludiert ist und alles auch abgesichert ist. Das muss man wirklich sagen. Ich habe bis jetzt noch keine Anreise über AIDA gebucht, weil ich wollte immer die Flexibilität und die Individualität haben für mich. Zur AIDA prima, bin ich mit dem Zug angereist, einen Tag vorher, damit man auch Puffer hat, habe in Hamburg geschlafen und am nächsten Tag sind wir aufs Schiff gegangen. Und auch als wir nach Gran Canaria geflogen sind, haben wir eine eigene Anreise gebucht, aber ich habe den Shuttle über AIDA gebucht. Habe ich auch den Flug selbst gebucht, weil er günstiger war, obwohl ich Gepäck noch dazu gebucht habe und auch Sitzplätze ausgewählt habe. Das ist nämlich auch ein Unterschied, wenn man über die Reederei bucht, ist es fest. Das ist ein Paket, da wird man zeitlich total begrenzt und hat aber auch die Absicherung, das muss man sagen. Also wenn jetzt ein Flug Verspätung hat und man kommt da erst später an und es ist knapp mit dem Kreuzfahrtschiff, wann es ablegt, das Kreuzfahrtschiff wartet. Wenn man da das selbst bucht und man hat eine Flugverspätung oder man hat das zu knapp berechnet oder der Flug fällt aus, das Kreuzfahrtschiff wartet dann nicht. Das muss man natürlich auch wissen. Aber bis jetzt kam ich immer mit der eigenen Anreise günstiger. Wenn man dann die Anreise auch gebucht hat und das alles bezahlt hat, dann kriegt man die ganzen Bestätigungs-E-Mails. Dann gibt es zum Beispiel, ich kann das jetzt nur von AIDA sagen, gibt es ein Online-Portal, wo man vorab schon Sachen dazu buchen kann. Wie zum Beispiel Landausflüge, Reservierungen oder Geschenke auf die Kabine, ob man Internet dazu buchen möchte. Gerade Landausflüge sind 10% glaub günstiger, auch Spa ist ein bisschen günstiger, die Internetflats sind dort günstiger. Also das lohnt sich wirklich, da mal in den Online-Portal zu gehen und dort vorab schon die ganzen Sachen zu reservieren. Vor allem bei großen Schiffen habe ich vorher schon geguckt, in welchen Restaurants wir abends essen gehen wollen. Und das war so gut. Am ersten Abend gab es noch wirklich freie Plätze in den Restaurants. Am zweiten und dritten Abend war es für die ganze Reise ausgebucht. Also das muss man wissen. Bucht lieber und sagt dann ab und sagt, nee, an dem Tag möchte ich dort doch nicht essen. Oder, nee, das passt mir doch nicht, das hat mir geschmacklich nicht zugesagt. Das ist kein Problem, ihr könnt Reservierung dann immer wieder zurückgeben, kostenfrei stornieren, das ist kein Problem. Aber was ihr habt, habt ihr. Und sie haben wirklich in den Restaurants ja nur eine bestimmte Kapazität. Das nächste, was ganz, ganz wichtig ist und was ihr vorab unbedingt ausfüllen müsst, ist das Schiffsmanifest. Dort gebt ihr eure persönlichen Daten ein, wie Geburtsdatum, Name, Adresse, Reisepassnummer bzw. Personalausweisnummer, denn innerhalb Europas kann man auch mit seinem Personalausweis reisen und das muss man ausfüllen. Solange man das nicht ausfüllt, kriegt man auch nicht die kompletten Reiseunterlagen zugeschickt. Und man kann auch im Online-Portal gleich eine Kreditkarte oder EC-Karte hinterlegen. So spart man sich dann am Abreise den Gang zur Rezeption, um seine Rechnung, seine Bordrechnung zu bezahlen. Die wird dann einfach online abgebucht. Also ich mache es immer, ich gebe vorab meine Kreditkarte oder EC-Karte an und dann wird das nach der Reise abgebucht. Aber keine Angst, ihr könnt euch am letzten Tag auch nochmal die Bordrechnung ausdrucken lassen. Da gibt es dann Computer dafür und dann wisst ihr genau, wie viel dann die Reederei letztendlich bei euch abbucht. So, dann habt ihr eigentlich alles gemacht und dann könnt ihr euch wirklich schon freuen auf die Reise. Der nächste Punkt ist Koffer.
Zu den Koffern kann ich euch sagen, es ist der Reederei eigentlich egal, mit wie viel Koffern ihr ankommt, beziehungsweise wie viel die Koffer wiegen. Aber es ist natürlich auch unterschiedlich, ob man mit einem Flugzeug anreist oder mit dem eigenen Auto, wenn es zum Beispiel Hamburg oder Warnemünde ist. Aber ich bin immer noch der Meinung, die armen Mitarbeiter, die müssen ja auch die Koffer irgendwie auf eure Kabine kriegen. Thema Koffer kann ich auch noch sagen, denkt daran, euch in euer Handgepäck das zu packen, was ihr für die ersten paar Stunden auf einem Schiff benötigen würdet. Zum Beispiel Badesachen, Wechselsachen, eure persönlichen Medikamente, ganz wichtig, und elektronische Geräte und alles, was ihr wirklich in den ersten Stunden benötigen würdet. Denn wenn ihr mit dem Flugzeug ankommt und über die Reederei zum Beispiel ein Shuttle gebucht habt, die Reederei nimmt euch den Koffer ab. Das heißt, ihr packt den Koffer, beziehungsweise der Busfahrer packt den Koffer in den Bus und dann kommt ihr erstmal nicht mehr an die Koffer ran. Wenn ihr dann mit dem Bus an dem Schiff ankommt, werden die Koffer in ein extra Terminal gebracht, wo sie dann durch Sicherheitskontrollen gehen und die Mitarbeiter der Reederei bringen sie dann auf eure Kabine. Und da man sich das vorstellen kann, bei 2000 bis 3000 Passagieren geht das nicht innerhalb von 5 Minuten. Deswegen packe ich immer ins Handgepäck noch ein paar Wechselsachen ein, vor allem Medikamente und elektronische Geräte. Welche Gegenstände sind verboten? Alle Heizgeräte sind verboten. Bügeleisen, Waffeleisen, Wasserkocher, Glätteisen. Glätteisen sind verboten. Und es gibt immer wieder Diskussionen in Foren. Ja, ich hatte aber eins mit und es wurde mir nicht abgenommen. Ja, dann hattest du Glück. Aber ich möchte nicht wissen, wenn da was passiert, viel Spaß beim Bezahlen. Also man möchte ja auch den anderen nicht in der Gefahr aussetzen. Unterdessen könnte man einen eigenen Föhn mitbringen, weil die Reedereien sagen, naja, einen Föhn vergisst man nicht auszumachen, weil der laut ist. Dennoch, es gibt an Bord einen Föhn. Ich bin auch eine, ich glätte meine Haare. Und wenn ich meine Haare nicht glätte, ich habe Wellen und das sieht nicht schön aus. Aber Mann, es ist eine Woche und man kann den Haaren auch mal was Gutes tun. Wenn man die gemacht hat, man geht raus und dann ist eh alles vorbei. Also denkt daran, die Koffer werden ja durchleuchtet und man erkennt ja sowas. Und es gibt schon welche, die mussten das dann abgeben und haben das erst nach der Kreuzfahrt wiederbekommen. Natürlich auch nicht euer Glätteisen im Handgepäck zu packen, das ist genauso schwachsinnig, weil das wird auch durchleuchtet. Es wird alles durchleuchtet. Und die Gefahr, dass es dann abgenommen wird, ist sehr hoch. Dann ist es wichtig noch fürs Handgepäck natürlich eure Reiseunterlagen, Reisepass bzw. Personalausweis, eure Medikamente, die ihr benötigt, eure Krankenkassenkarte, dann euer Impfausweis und was ich immer mache, ich habe alles in Kopien da. Wenn irgendwas wegkommt, dann habt ihr wenigstens noch eine Kopie da. Und was wir immer so machen ist, wenn wir zu zweit reisen, bin ja die letzten zwei Kreuzfahrten, habe ich ja mit meiner Oma gemacht, wir packen halbe Koffer. Das bedeutet, eine Hälfte meiner Sachen sind bei meiner Oma drin und die anderen Hälfte meiner Sachen sind bei mir drin. Und das mache ich mit meiner Oma auch. Wenn ein Koffer wegkommt, hat man wenigstens Sachen. Also ich habe im Handgepäck immer mein Bikini oder Badeanzug dabei, einmal Wechselsachen und wir teilen die Koffer immer auf Hälfte, Hälfte. So kann gar nichts passieren und man hat wenigstens die Hälfte der Sachen. So, das war jetzt zum Koffer. Wenn wir beim Koffer sind, kann ich auch schon zur Kleidung was sagen. Es ist natürlich von Reederei zu Reederei unterschiedlich. Zum Beispiel bei AIDA ist es sehr leger, da kann man Schlips, Krawatte, alles zu Hause lassen. Abendkleider braucht man auch nicht. Die Männer sollten abends aber lange Hose und T-Shirts mindestens tragen. Ich bin der Meinung, High Heels haben nichts auf einem Schiff zu suchen. Das machen wir schon bei unserem Motorboot. Es gibt keine High Heels oder hohen Schuhen auf einem Schiff. Und deswegen lasse ich auch meine ganzen, hier hinter mir seht ihr das ja, ganzen Schuhe zu Hause, was natürlich auch den Koffer erleichtert, weil ich bin eine, diese Schuhe passen besser zu dem Kleid passen die Schuhe. Ich nehme schwarze Ballerinas mit und das geht auch zu einem Kleid, aber gerade bei Seegang und High Heels
macht das nicht wirklich, lasst das zu Hause. Jetzt geht's dann zum Anreisetag, also ihr habt euren Koffer abgegeben und dann kommt ihr in Terminal rein und dort warten dann schon die Mitarbeiter der Reederei. Dort werden dann eure Unterlagen nochmal kontrolliert, euer Personalausweis oder Reisepass kontrolliert und da wird dann ein Foto von euch gemacht, was dann kombiniert ist mit eurer Bordkarte. Das bedeutet, ihr bekommt eure Bordkarte. Die Bordkarte ist eure Zimmerkarte, also euer Zimmerschlüssel, Zahlungsmittel und sie ist euer Ausweis an Bord. Und dann braucht ihr nichts anderes mehr. Den Rest könnt ihr alles im Safe einschließen. Auf jeder Kabine gibt es ein Safe. Auf der Bordkarte steht eure Kabinennummer und euer Name ist dort. Und dort steht auch noch, wo ihr euch hinbegeben müsst für die Seenotrettungsübung. Dort wird euch dann gezeigt, in welche Rettungsboote ihr dann steigen müsstet, wenn es zu einem Notfall kommen würde. Es gibt nur eine Pflichtveranstaltung und die ist vor dem Ablegen des Schiffes. Das ist jetzt Pflicht, dass bevor das Schiff ablegt, eine Seenotrettungsübung stattfindet. Und da müssen alle Passagiere dran teilnehmen. Das Schiff wartet so lange, bis sich alle Passagiere an dem Ort, wo sie zugeteilt werden, das steht auf euren Bordkarten, anwesend sind. Vorher legt das Schiff nicht ab. Thema Landausflüge. Landausflüge kann man einmal über die Reederei buchen oder einmal auf eigene Faust. Auf eigene Faust ist es in der Regel günstiger, aber man ist nicht abgesichert. Das bedeutet, wenn man sich zum Beispiel dort ein Auto mietet und man fährt dann über die Insel und man hat zum Beispiel einen Platten und man muss erstmal den Reifen wechseln und das dauert oder man muss Pannendienst rufen, das Kreuzfahrtschiff wartet nicht. Wenn man über die Reederei bucht, ist man abgesichert. Das Kreuzfahrtschiff wartet. Uns ist es ja selbst schon passiert, wo wir mit der Aida Sol unterwegs waren. Da waren wir im Loro Park und auf dem Rückweg saßen wir in einem Bus und plötzlich war der Bus kaputt. Er fuhr von der Autobahn ab und der Busfahrer konnte kein Deutsch, kein Englisch, nur Spanisch. Wir konnten alle kein Spanisch. Er hat mit uns null kommuniziert. Wir wussten nicht, was jetzt los ist. Fährt er jetzt weiter? Fährt er nicht weiter? Er hat immer den Kopf geschüttelt. Also was habe ich gemacht? Meine Bordkarte genommen. Dort stehen immer 2, 3 Nummern drauf. Ich glaube 2 Nummern. Habe ich dort angerufen, mit AIDA telefoniert und nach 40 Minuten kam der Ersatzbus an. Aber man muss dazu sagen, 17 Uhr war Ablegen und wir waren 17.05 Uhr erst da. Aber es war keinerlei Probleme. Wir konnten entspannt noch aufs Schiff. Die haben nur gefragt, ob wir Durst haben, weil wir natürlich eine halbe Stunde in der Hitze saßen. Es war keinerlei Probleme da, weil die haben auch am Telefon gesagt, machen Sie sich keine Sorgen, wir warten auf Sie. Sie haben über uns gebucht, Sie sind abgesichert. Und das ist natürlich, also es kann immer was passieren, rechnet genügend Puffer ein. Und auch bei Landausflügen über AIDA seid pünktlich. Wenn da um 9 Treff ist, seid lieber früher da. Um 9 ist Abmarsch. Ob da jemand, die warten immer noch ein paar Minuten und rufen auch Kabinen an und fragen, wo die bleiben. Aber wirklich, Leute, es geht von eurer Zeit ab. Gerade gebuchte Landausflüge, die sind echt strikt durchgetaktet. Lieber eine Stunde früher am Schiff sein, aber ihr könnt dann mit dem Schiff wieder weiterfahren. Also ich möchte da nicht bis zur nächsten Insel, müsst ihr dann gucken, wie ihr kommt. Sonst kann ich noch sagen, es gibt an jedem Hafen Taxis und Shuttle. Die Mitarbeiter jeder Reederei werden euch 1000%ig helfen und zur Seite stehen. Da braucht ihr wirklich keinerlei Angst haben, auch wenn ihr irgendwie Währung tauschen müsst und so. Informiert euch vorher, welche Orte euch interessieren, was ihr machen könntet. Das ist wirklich keinerlei Probleme. So, und dann könnt ihr eigentlich euren Urlaub genießen und dann kommt es natürlich zum Tag der Abreise. Da kann man abends schon den Koffer bis 2 Uhr nachts rausstellen, von den Mitarbeitern vom Schiff transportiert. Das würde ich euch auch empfehlen, dann müsst ihr nicht am Abreisetag mit euren Koffern übers Schiff laufen. Aber bitte denkt daran, euch noch für den nächsten Tag Sachen bereitzulegen. Es gab wirklich schon Passagiere, die am nächsten Morgen dann nur noch im Unterhemd im Terminal standen, weil sie sich vergessen haben, Sachen rauszulegen. Also packt in euer Handgepäck wieder einmal Wechselkleidung ein. Man kommt erst wieder ran, wenn man das Schiff verlassen hat und im Terminal durch die Sicherheitskontrolle gegangen ist. Dazu kann man noch sagen, man kann auch noch Tageskabinen oder Tagesaufenthalt buchen, aber das könnt ihr euch alles dann im Online-Portal anschauen. Als kleinen Tipp kann ich euch noch sagen, nehmt euch 2
bis 3 Wäscheklammern mit pro Person. Denn wenn man sich draußen auf die Liegen legt und man möchte ein Handtuch drunter legen und man steht kurz auf einem Schiff ist es sehr windig, weht euch das Handtuch weg. Nehmt 2, 3 Klammern mit, befestigt es und dann könnt ihr auch mal aufstehen oder euch mal anders hinlegen und das Handtuch rutscht nicht die ganze Zeit weg. Das wäre mein letzter Tipp. Ich weiß, es war ein super langes Video. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen einen Eindruck von einer Kreuzfahrt erleichtern. Und falls ihr noch Fragen habt, schreibt es wirklich in die Kommentare. Ich freue mich wirklich auf meine nächste Kreuzfahrt. Es wird dieses Jahr eine Kreuzfahrt noch geben. Ich werde mit der AIDA Perla reisen. Und zwar diesmal mit meinem Mann. Und ich freue mich schon sehr auf diese Reise. Dieses Jahr wird sie noch stattfinden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, schönen Abend noch, eure Anne.